Ja, meine lieben Freunde, willkommen auf Let's Try mit der ersten Folge Let's Play Horizon Zero Dawn Complete Edition hier auf der PlayStation 4. Um genau zu sein, auf der PlayStation 4 Pro. Und in wenigen Tagen, Wochen, was auch immer, kommt die Version ja auch auf dem PC raus, genau wie Death Stranding. Ja. Kann sein, dass wir die auch nochmal auf dem PC Let's Playen, genauso wie Death Stranding. Und vielleicht auch die ganzen Heavy Rain Style Games, aber ich sag mal so. Erstmal die PlayStation, denn das ist schon lange auf der Liste und ich finde, auf der PlayStation haben diese Games auf jeden Fall auch voll ihre Daseinsberechtigung, denn die sind einfach optimiert und gut und zuckerholt. Und wir starten jetzt durch. Ich hab mal, Off-Cam, Solo, privat, schon mal Death Stranding und Z Horizon Zero Dawn angezockt und keine Ahnung, vielleicht so 25% vom Spiel gesehen. Aber wir let's playen die Sachen ja hier neu und deswegen geht das jetzt hier wieder von vorne los. Und wie gesagt, so viel habe ich nicht gesehen und ich möchte mich gemeinsam mit euch auf die Reise begeben. Also let's go. Ich versuche mal heute recht viel noch Ein rauszuholen. geschickter kleiner Sammler bist du Vielleicht ein das. paar Folgen. Nun geh, vielleicht findest du noch mehr. Vielleicht auch nicht, denn ich habe immer viel zu tun, wie ihr wisst. Auch viele Games zu zocken, aber schauen wir uns mal an, wo die Reise hingeht. Wirklich toll, gut gemacht. Kinder, kommt mit mir. Die Tja, sie ist äußere nicht Öffnung willkommen. ist zu meiden. Sie ist halt irgendwie eine Ausgestoßene. Das kann ich euch schon mal sagen. Komm schon. Und sie ist nicht glücklich darüber. Und ab geht's. Rost ist dann, glaube ich, ihr Vater. Stimmt. Ein Geschenk aus der Vergangenheit. Ja, Grafik ist an der Stelle noch ganz cool. Geh in die Höhle hinein. Zack. Auch hier gute Wassereffekte. Und auch so sieht alles stimmig aus. Naja, wir gehen mal rein. Aha. Oh, ja, doch, sieht sehr geil aus. Auf jeden Fall. Achtung. Ziemlich eng, aber ich passe durch. Wo jetzt hier? Okay, oh, die Höhle wird ja doch schon etwas größer, so wie es Es muss aussieht. eine Ruine der Metallwelt sein. Einer Metallwelt. der alten Orte. Alles klar, Metallwelt ist dann wahrscheinlich. Es ist ja auch so eine Endzeitwelt hier. Ja, mit Endzeitwelten habe ich es irgendwie. Fallout, Last of Us, Event Horizon, Death Stranding. Ja, naja, auf jeden Fall hier, als die Welt noch in Ordnung war, war hier halt irgendwas drin. So, Metallwelt. Alte Maschinen und so, die nicht mehr laufen. Und alles irgendwie eingeschmuggelt. Okay. So weit, so gut. Oh, das Licht ist scheint. So, es geht hier hinten. Wahrscheinlich nicht viel. Und weiter geht's. Ja, oh, eigentlich ein schöner Ort, um zu spielen. Was sagt, ich soll nicht an solche Orte gehen. Ja, jetzt Aber ist es er wohl zu ist nicht. spät. Genau.
Ups, okay, da kommen wir nicht hoch, aber wow, was war das wohl für eine Maschine hier? Oh, Stühle. Oh, ein Tor. So. Ist das ein Schreibtisch hier? Und Spinnenweben. Ah. Hallo. Sagen Sie bitte den 5 Uhr Termin ab. Danke. Ach ja, Kinder. So, nochmal jumpen. Zack, gut. Gut, und weiter geht's. Yeah, yeah. Hier links kann man wahrscheinlich nicht durch oder wird irgendwas angeleuchtet. Das heilige Raketenzepter. Vielleicht kommen wir da noch hin irgendwie. Oh. Hier gibt's dann auch nichts. Okay. Dann geben wir mal die Treppe rauf. Auch schön, dass die so kindermäßig die Treppe hier rauf geht. So wie ein Hund zack auf allen Vieren so ein bisschen. Sehr schön gemacht. Ja, ja. Okay. Ah, Entdeckung. Oh. Okay. Was wollte ich denn eigentlich sagen? Ja. Da vorne ist irgendwas. Gehen wir mal gucken. Was geht hier ab? Okay. Viele Fledermäuse. Nein, danke. Alles voll mit Wasser. Schön kühl an den Füßen. Was ist das? Ein Toter. Scheint so, ja. Da hinten. Ups. Aha, noch ein Schreibtisch. Ein Toter. Na, dann gucken wir mal, was der zu sagen hat. Fiese, miese Technik, yo. Ja. Untersuche das seltsame Objekt. Okay. Was für ein seltsames Objekt. Die Computer hier haben noch Saft oder wie? Oder was soll ich hier untersuchen? Das hier? Das? Nein? Ah, okay. Ich muss zum Marker, oder? Genau. Auf jeden Fall. Wow. Jetzt haben wir hier die krasse Optik. Da hinten, ne? Da. Eine Metalltür. Verschlossen. Vielleicht komme ich ja mit dem Gerät hier raus. Verwende das Gerät, um den Raum zu scannen. Da ist was. Es hängt okay. Mit der Tür zusammen. Ja, gut, dann, wie jetzt? Was jetzt? So, wie kann ich eigentlich hier Gas geben? Ah, so, okay. Ach so. Gut, 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 gut. So. Da, Holo-Schloss, da muss ich wahrscheinlich drauf drücken. Gegen. Ein Farbwechsel. Ein Farbwechsel. Unglaublich. Was kann man hier machen? Okay. Ein Farbwechsel an der Tür.
plus 2. Geschafft. Schön. Ja, schon ziemlich cool, wie das hier aussieht. Hä? Hier ist nichts. Doch, da ist doch bestimmt was. Guck mal, da wird was angezeigt. Why? Komisch, kann ich nichts machen. Naja, gut. Ja, es sieht schon sehr geil aus hier unten. Was ist das? Ein Dead Boy. Meinst du, mir gefällt das? Es geht nicht besser. Alles Gute, Isaac. Ach, unser Freund aus Dead Space ist am Start. Gut, ich verstehe. Wir können trotzdem feiern, oder? Eine Nachricht. Ja, können wir. Tötet. Zeig's mir. Zeig's mir nochmal. Nein, nicht nochmal. Hi. Hi. Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Schau, Daddy kann nicht bei dir und Mom sein, aber wir können trotzdem feiern, oder? Klar können wir. Hehe. Alles Gute, Isaac. Ja. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Ja. Das hat sie sich wohl sehr gut eingeprägt. Nicht sicher, hier leuchtet so viel. Dann weiß ich jetzt gar nicht, was die von mir wollen. Erstmal, dass ich hier drauf gehe. Boah, ganz schön heftiges Licht. Alte Maschinen. Zwing dich durch, Junge. Finde einen Ausweg, ja. Ist eine gute Idee. Einfach geradeaus. Wird das funktionieren? Echt? Doch, ja. Naja, aber die wollen ja bestimmt, dass ich nochmal hier kurz reinschaue. So, da drüben ist auch wieder so ein komisches Ding. Aha. Na, schönes neues Jahr, liebes Tagebuch. Kannst du glauben, dass wir gestern Abend gefeiert haben? Haben wir aber. Gewissermaßen. Direktor Evans lud uns alle in den Gemeinschaftsraum ein. Weiß nicht, wo sie die bunte Hütte hatte. Oh, der Typ hier ist gut einfach nur makaber eingeschmuckt. Da sitzen wir also, warten, bis die Uhr Mitternacht erreicht. Und ich denke mir, versteht außer mir niemand die Symbolik? Vielleicht, wenn Skylar sich wieder betrunken hätte, aber... Den Fehler mit mir scheint sie nicht wiederholen zu wollen. Ah, du kleiner Schlingel, du. Was hast du denn mit der schönen Skylar gemacht? Männer sind Schweine. So. Springen, springen, ja. Yeah. Wasser bewegt sich. Ich find's gut. Was ist aber hier für ein... Warum sind sie hier gestorben? Was ist passiert? Ich meine, ernsthaft unsere Gedanken für die Nachwelt erhalten? Naja, ich würde sagen, Idee, Direktor Evans. Die sind halt nicht rausgegangen, hatten Angst und sind dann eines natürlichen Todes gestorben. Wenn es nicht für die Nachwelt wäre? Ich bin fertig mit der Nachwelt. Die Nachwelt... Nee. Die Sonne aufhören zu scheinen. Scheinen. Doch Gott, der mich nach hier unten rief, wird ewig heil sein. Alles klar. Das war ja ein krasser Gesangs. Sehen. Hat nie geklappt. Darum habe ich auch damals
Bild. Ich hätte mitgehen sollen. Tja. Ist den Typen hier schon? Nee. Tja, jetzt ist es zu spät. Und vielleicht ist das alles, was ich brauche. Weißt du, als die Tür sich geöffnet hat und du da gestanden hast, in diesen Retro-Klamotten und mit diesem Lächeln, musst du wegschauen, sonst hättest du es gesehen. Ja, bestimmt. An meinem Gesicht. Das, was gerade in mir erblüht war, verstehst du? Es war nur eine Sekunde, okay. Aber ich wusste es. Alles klar. Ich wusste, wir wären für immer. Für immer und zwei. Und bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unserer Schuld. Ich meine, unseres Todes. Ah die ja, da hast du dich verraten. Ist lange her. Und die Medikamente, die Chana uns gegeben hat, sind echt stark. Aha. So, okay. Ja. Nochmal von vorne, Kinder. Gegrüßet seist du, Maria. Okay. Ich dachte schon, du hörst gar nicht mehr aufzureden. So. So, und da geht's nicht raus. Nein. Oh, da ist schon unser Daddy, der ruft. Er ist oh, da. Hallo, Ratten. Oh, da geht's hier raus. Hier unten. Es gibt bestimmt Ärger. Ich komm schon. Ich komme. Sag schön hier den vermoosten Weg hoch. Und Abfahrt. Mutter sei Dank. Hallo. Komm, Kind, nimm meine Hand. Das ist kein Ort für dich. Komm hoch. Ja. Solche Orte sind verboten, Aloy. Bin reingefallen. Sie gehören zur Metallwelt. Was hast du da am Ohr? Nichts. War das da unten? Nein. Los, gib es mir. Nein. Aloy, solche Dinge sind gefährlich. Nein! Tja, das sind quasi Mobiltelefone der Zukunft. Na, wenn du ganz allein von zu Hause wegläufst, wirst du lernen müssen, wie du in der Wildnis überlebst. Ja, auf komm, geht's, oder weniger reden, mehr zocken. Und ab morgen wirst du lernen zu jagen. Ja. Schauen wir mal, wie das läuft mit dem Jagen. Oh, es schneit. Oder es ist, es liegt zumindest Schnee. All diese Formen. Was bedeuten sie? Dass du den Bogen nehmen sollst, Mann. Nimm deinen Bogen. Ein Murmeln ins Spielzeug. Wir gehen jetzt ins Tal. Komm mit. Die Wildnis kann gefährlich sein, Aloy. Du musst bei mir bleiben und tun, was ich sage. Ich weiß. Du bist immer noch zerschrammt vom Sturz gestern. Ja, natürlich. Nimm diesen Medizinbeutel. Ich zeig dir, wie man ihn füllt. Cool. Also, heili, heili. Das ist die Pflanze hier drüben. Ja. Das ist dein Salbestrauch. Oh. Sammle seine Beeren in deinen Beutel. Danke. Abgecheckt. Gut. Jetzt isst du Beeren. Jetzt habe ich die schon gegessen. Ups. Sie schmecken vielleicht bitter, aber sie können dein Leben retten. Ja, auch hier ist die Grafik gut, muss ich schon sagen. Blumen und Pflanzen sein. Wo sind wir? Dieses Tal ist nur ein Teil von Urmutters Becken. Becken? Der Nora-Stamm hält hier Wache und wehrt die gefährlichsten Maschinen ab. Normalerweise. Mal sehen, wie der zweite Teil wird auf der PlayStation 5.
Zyklus abwärts ist eine Maschinenherde. Und ich werde dir zeigen, wie man jagt. Ja, zeig's mir, Bro. Alle Maschinen sind gefährlich. Man muss ihre Kraft respektieren. Aber ich bin bei dir. Ja, ich respektiere die Kraft, indem ich die Boys fertig mache. Eine Maschine kommt. Runter. Und okay, ins hohe Gras. Ui, ja, genau. Zack, jetzt bin ich hier. Bleib jetzt unten. Baby! Nein, Aloy. Solche Maschinen nennt man Wächter. Du musst ihrem Blick ausweichen, wenn du in der Wildnis überleben willst. Alter, die machen wir jetzt mal platt, ja. Hör gut zu und tu, was ich tue. Halt still. Lass ihn vorbeigehen. Hab ich noch keine Knarre? Doch, ich hab nur einen Bogen, oder? Bleib geduckt. Und so sein Bogen. Den Pfad ins hohe Gras. Ihn vorbei. Wo denn? Spur markieren. Auf R1. So, jetzt sehe ich, wo er lang geht, aber das. Je langsamer du dich bewegst, brauche ich selbst. Leiser bist du. Und okay. Das Gehen ist leiser als aufrechtes. Alles klar. Ey, weißt du, was ich zu machen? Rust, Alter. Zack, den hier mache ich jetzt. Oh, noch einer. Auf ihn. Auf jetzt! Wir haben doch keine Zeit, man. Das war der letzte. Weiter geht's. Hui. Und jetzt? Ja, jetzt geht er wieder, als ob er hier der Pimp wäre. Also ich gehe mal lieber da rein. Sie haben dich nicht bemerkt. Ja. Bleib bei mir. Tarnungssymbol, Auge oder Strich zeigt an, wie sich du bist. Strich ist gut, der Auge ist nicht so gut. Verstanden. La 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 la. Oh, was ist das für einer? Mr. Parkour. Wer ist das? Eddie von Schnelli. Warum ist er da oben? Was für ein Angeber. Er lächelt uns zu. Tab! Komm nach Hause zurück! Tab! Wo bist du? Ignoriere ihn. Wir sind Ausgestoßene, er ist vom Stamm. Vielleicht. Alter, der hat ja ein richtig freshes Wildschwein da links auf der Schulter. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen vorher. Suchen wir die Herde. Sieht ja richtig cool aus. Okay, auf geht's, Meister Rust. Oh, ein schöner, idyllischer Baum. Nicht schlecht. Oh, da ist einer. Und? Da. Schönes Wasser. Diese nennt man Läufer. Läufer, aha. Sehr cool, weil sie laufen wahrscheinlich. Ha! Rennt! Ja. Warum hast du sie verjagt? Um dir zu zeigen, dass manche Maschinen aufgeschreckt wegrennen, wenn sie dich sehen. Ist nicht wahr. Man muss sich ihnen heimlich nähern. Ach, keine so Sorge, ist es. Wir holen sie weiter unten im Tal wieder ein. Ja. Du wirst sehen. Ja. Oh, hier gibt's ja ordentlich was zu schnappen. Und jetzt möchte ich, dass du eine Handvoll Steine sammelst. Warum? Tu, was ich sage, Aloy, und sammle die Steine. Ich zeige dir, ist auch ein Stein hier, echt? Ich dachte, weil da so ein Blumensymbol ist. Aber es sind Steine, okay. So, Steine. Oh, nein. Sorry, sorry. Hä, wie konnte ich. Kann ich die jetzt nehmen? Drücke R3 zum. L3 zum Sprinten. Will ich nicht, ja. Ich will mir das hier alles gechillt anschauen. Hier zum Beispiel. Wo geht dieses Tor hin? Was hat das zu sagen? Dieses. Das ist kein Tor, das ist ein symbolträchtiges Objekt. Boah, wo ist der denn schon hin, der Affe? Komm schon. Ich sehe den gar nicht, Mann. Hör auf zu trödeln. Mann, Alter, jetzt chill mal, nur weil du hier unterm Baum hockst, ja? Aloy, hier drüben. Ja, da ist die Herde. Okay, werfen wir ein paar Steine. Aber Steine tun Maschinen nichts, oder? Nein, aber sie lenken sie ab. Machen sie in Fallen.
Wie der Wächter da drüben. Der muss da weg. Sonst warnt er die Herde und sie flieht, bevor wir in Reichweite sind. Er warnt sie? Wie? Die Maschinen kommunizieren, Aloy. Wenn man sie nicht zum Schweigen bringt. Dann bringen wir sie mal zum Schweigen jetzt hier, die Schweine. Du Steine und lockst den Wächter zu mir. Warte auf mein Signal. Ja. Warte auf Lucy Teasy. Jetzt oder wann? Aloy, wirf einen Stein zu mir. Da. Der sieht mich hier oben gar nicht. Ich bin doch gar nicht im tiefen Gras drin. Und jetzt? Abgecheckt. Elite Attack. Okay. Go, go. Ja, das lief ja ganz gut. So, komm, jetzt ist es sicher. Ja, komm. Soll ich hier runterspringen? Oder wie? Plündere die Beute und ich zeig dir, wie man Pfeile macht. Oh yes, alles nehmen. Ja. Gut, jetzt sammle Reinholzzweige von den Pflanzen da drüben. Reinholzzweige? Wie? Hier, das da. Achso, damit kann ich den Pfeile machen. Ah ja. Ich verstehe. Nimm die Zweige als Schaft und Metallscherben als Pfeilspitzen. L1 und dann herstellen X. Gut, okay. Dir wird es nie an Pfeilen mangeln, wenn du sie selbst herstellen kannst. Probieren wir sie mal aus. Folg mir. Wo habe ich denn jetzt den Bogen her? Okay. Hier. Ja. Duck dich ins Gras. Weiß. Sei leise. Ja, ja. Zeit für deine erste Beute. Auf, low. Ist doch kein Ding. Kein Ding. Eine schwächere Maschine. Aber auch schwache Maschinen können Jäger töten, wenn sie nachlässig sind. Naja, klar. Ihre Haut ist dick, aber sie haben auch einige Schwachstellen. Das Auge zum Beispiel. Kennst du noch eine? Scanne den Läufer. Sie markieren R2. Ja. Führer. Der Behälter auf seinem Rücken. Ach so. Ist das ein Schwachpunkt? Ja. Woher weißt du das? Das Gerät! Das Gerät weiß es! Das? Finche. Du warst gut heute. Danke. Aber du hast noch viel zu lernen. So, ich hab dem seine Schwachstelle getroffen, dann war er quasi gestunt. Der Junge! Der auf den Krieger. Oh, die Sonne geht unter. Komm, Aloy, schnell! Ja, auf. Oh, eine Mirabelle. Ich weiß nicht, die Kamera geht immer wieder in die mittlere Position, auch wenn ich die also ein bisschen runter haben will. Das nervt ein bisschen. Das könnte aber auch an meinem Gamepad liegen, dass da ein bisschen Schmutz drin ist. Müssen wir mal abwarten. Oh, oh, oh. Ja, dann macht er den Dicken und jetzt hängt er da. Und ja, und wir dürfen ihn jetzt retten, genau. Oder geht er jetzt drauf? Auf jetzt! Sam Porter Bridges, Death Stranding. Da kommen wir auch noch zu. Leute, ich werde heute auf jeden Fall eine Folge aufnehmen. Es wird Zeit, bis die Maschinen den Jungen sehen und töten. Es wird Zeit. Wenn ich schieße,
Death Stranding ist kein schlechtes Spiel. Und ich finde es auch gar nicht so, kein Meter öde oder so, wie das viele geschrieben haben. Ich finde Death Stranding ist so geil wie Metal Gear Solid, nur hat es halt einen anderen Style. Deswegen Let's Play hier auf Let's J mit Death Stranding incoming, guys. Aber jetzt erstmal Event Horizon Zero Dawn. Oh, die Kleine. Tja, rothaarige Frauen, ich sag's ja. Auf jetzt. Auf, wir rocken die Scheiße jetzt. Was soll ich denn überhaupt machen? Oh nein, der Wächter hat mich gesehen. Oh ja, dann... Oh nee, jetzt ist auch so eine geskriptete Scheiße jetzt. Oh nein, der Wächter hat mich gesehen. Fuck you, der Wächter hat dich gesehen. Oh nein, der Wächter hat mich gesehen. Auf jetzt. Boah, warum muss denn das jetzt so lange laden? Wer hat die Scheiße bekommen? So, dann nochmal. So, Stein ans Bein, dann ab in den Rhein. Ja, oh, du Behinderter hier, du bleibst da stehen oder was? Komm. Hier nochmal. So. Jetzt verpiss dich. Sie dürfen mich nicht sehen. Sehr ruhig. So, da ist einer. Kann man hier eigentlich speichern? Nein. Ich glaube, da gibt's so Feuer, ne? Ich will hier keinen blöden Spur markieren, das will ich gar nicht. Ich muss mich langsam und leise bewegen, damit ich mich vorbeischleichen kann. Ja, besser wäre jetzt schnell. Ich muss vorsichtig sein. Oh, Alter, halt die Fresse, ey. So, wo geht's hier weiter? Okay, die stehen da und machen gar nichts, dann... Hep. So hat sich das Spiel das wahrscheinlich gar nicht gedacht, aber... Ich muss sehen, wo sie hingehen. Nein, du musst dich hier nur durchschleichen. Fast geschafft. Ja. Und... Action. So. Und jetzt, das soll ja wohl kein Problem... Achso, nee, das... Ist der. Doch, da ist er. Hör auf. Zack. Ja. Hey. Auf jetzt, komm schon, Tarzan. Folge mir. Folge mir. Wir müssen flüchten. Wie gehst du ihnen aus dem Weg? Ja, oh Mann, ernsthaft. Also erstmal lege ich ein Feuer und dann schaue ich hart in die Zukunft, Alter. Weil ich so überkrass bin. Oh, ey, Alter, ich geb dir gleich links und rechts eine, wenn du die nicht deine Fresse hältst. So, Abmarsch. Komm zurück. Ach, weil du so cool bist, kriegst du hier noch einen Freihaus. So. Geschafft. Ja, ich weiß, du bist sauer und doch stolz auf mich, Rosti, du alter Rost. Also, ist es kein Spielzeug? Nein, das ist verdammt normal die Zukunft, yo. Warte. Urmutter beschütze sie. Beschütze euch beide. Oh, ich brauche gleich noch einen Kaffee, hey. Das ist schon eine schwere Kost, was man da sieht. Ich wollte nur... Junge! Sei jetzt ruhig! Ja, shut the real and the game, man. Sie sind ausgeschlossen, beide. Und sie? Wir haben hier nur hart geballert, Mann. So. Komm jetzt. Ich würde sagen, wenn wir dann hier dieses Intro durchhaben, gibt's einen kleinen Break. Ich hole mir einen Kaffee und dann ziehen wir direkt die zweite Folge nach. Dass wir hier mal ein bisschen in Gang kommen mit neuen Let's Play-Titeln auf Let's Play. Gehen wir nach Hause. Ja, sag ich doch. Es ist Kaffeezeit, Mann.
Ich kenne den Weg. Oh. Halt den Mund, Junge. Halt bitte den Mund, Junge. Halt den Mund, Junge. Halt bitte den Mund, Junge. Bitte. Oh. Wow. Welcher Sack. Bleib weg, nicht Mutter! Was ist das für voll der Schwuchtelbohl? Okay, mit anderen Worten, es ist hier Mass Effect Style. Lass die Steine fallen. Ziel auf seinen Kopf. Ja, komm, dem Bastardo geben wir eine mit. Hui! Schade. Aloy. Mann, das ist der einzig richtige Weg. Du musst Feuer mit Feuer bekämpfen. Guck dir doch mal diesen Schwuchtelboy mit seinen blonden Haaren an. Hoffentlich kann ich dem später die Kehle aufschneiden. Oh, du blutest. Lass mich mal sehen. Hier, halt still. Gleich. Warum? Hat er da einen Stein mit einem Stofffetzen dran? Jetzt ist nicht die Zeit. Wer war meine Mutter? Aloy, ich hab's dir schon gesagt. Das dürfen wir nicht wissen. Du warst noch ein Säugling, als die Stammmütter dich zu mir brachten. Ja gut, ich sehe schon die Hintergrundgeschichte, sie ist groß. Ach, so einfach ist irgendwas ist mit der Mutter und voll krass und Aloy am Ende Aloy, und... Wir sind Ausgestoßene. Wir werden sehen, wo die Reise hinführt, meine Freunde. Das könnte vielleicht möglich sein. Also wie denn? Es wird gefährlich. Wie? Du müsstest viele Jahre üben. Ist mir doch egal. Ja. Wie funktioniert es? Sag let's es go, mir. Let's go. Die Erprobung. Der Initiationsritus jedes Jahr. Die ihn bestehen, werden Krieger. Aber wer auch immer gewinnt, dem erfüllen die Stammmütter einen Wunsch. Ein Wunsch? Ja, was immer der Sieger sich wünscht. Dann mache ich es. Ja, sie macht es. Kein Problem. Ich werde gewinnen. Ja, und sie werden siegen. Verstehe. Starship Troopers. Dann lass uns anfangen. Dein Training wird sehr hart. Und es wird Jahre dauern. Trainieren? Ja, komm! Zack. Zack. Na. Ach, ich finde, die macht schon einen guten Job. Hui. Vorbei. Oh, 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 oh. Glück. In letzter Sekunde. Ach, da ist er mächtig stolz, unser Rost. Oh, das kann weh tun. Ups, und sie ist direkt ein paar Jahre älter und trainiert immer noch. Sie hört nicht mehr auf. Keiner kann sie stoppen. Sie wird zur Kriegerin.
Es ist Zeit und sie. Es ist Zeit. Ja, und für mich ist gleich endlich mal Zeit für ein Käffchen, Mann. Jetzt vielleicht. Vielleicht. Rost? Rost? Hallo? Rost? Wo ist er? Nicht hier, Zwei Tage vor obviously. der Erprobung, der geht ohne mich weg. Das ist ihm gar nicht ähnlich. Nicht. Stufe 3. So, es schneit und wir haben Stufe 3 und wir drücken da drauf. Oh, und wir können irgendwas upgraden. Krieger. Das klingt gut. Kann ich das nehmen? Ich muss erst hier oben eins nehmen. Ja, das klingt gut. Am Boden. Ja, das ist auch gut, denke ich zumindest. Sammler. Keine Ahnung, graf ich nicht. Ja, das können wir auch nochmal nehmen. Und dann haben wir auch schon alles gut. Und dann würde ich sagen, kurze Break-Time. Nächste Folge wird dann gleich aufgenommen. Danke fürs Zusehen. Liken, subben, kommentieren. Bis dann. Danke. Ciao.